Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach komplett schwarz aussehe. Das wird kein Halloween-Video, sondern ein aufgebraucht tatsächlich, auch wenn man das nicht meinen mag. Dass ich keinen schwarzen hier Nagellack habe, ist eigentlich ein Wunder. Es wird ein aufgebraucht und ich habe sehr, sehr, sehr viel aufgebraucht. Es ist so ein bisschen aus September und Oktober jetzt. Es sind auch große Produkte dabei, muss ich sagen. Tatsächlich gar nicht so viel Kleinkram. Aber es wurde mal wieder Zeit. Ich muss den Kram wegschmeißen und deswegen denke ich, ich höre auf, Blödsinn zu reden. Ich fange an. Mit dem spektakulärsten Artikel, so wie jedes Mal, glaube ich. Tada! Carefree Cotton Feel Aloe. Das war hier so eine Packung Slip-Einlagen. Die hat mir ganz gut gefallen. Ich habe ja gerne diese Aloe-Dinger und ja, die sind gut. So wirklich viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habe ich als nächstes aufgebraucht von Balea die Cremeseife. Das war Pacific Vibes mit Frangipani-Duft in Lila. Die war ganz okay, war jetzt nicht, dass ich die zwingend nachkaufen muss, aber hat jetzt auch nicht schlecht gerochen. Also war eine ganz nette Sommer-Edition. Dann, ich glaube, wir haben irgendwo auch noch mehr Seife, also noch andere Seife, die ich, glaube ich, noch ein bisschen geiler fand. Ich weiß nicht, ob die schon alle ist, ob ich die schon drin habe. Wir lassen uns überraschen. Was ich auf jeden Fall definitiv nicht empfehlen kann oder was ich persönlich nicht gut fand, war dieses Produkt von Balea. Das ist eine Cremedusche Buttermilk and Lemon. Also ich kenne diesen Duft und ich finde den Duft an sich auch ganz cool. Und das riecht wie diese kleinen Fläschchen Zitronenaroma zum Backen. Riecht ganz cool, aber zum Duschen. Oh. Und dann gerade, wenn ihr auch Gerüche extrem wahrnehmt. Nein, 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 nein. Also nein. Tut mir leid, aber das werde ich mir definitiv nicht nachkaufen. Das fand ich überhaupt nicht gut. Dann habe ich von Isana einen Rasierschaum aufgebraucht, so einen rosanen. Himbeere und Jasmin mit Aloe Vera. Ich weiß gar nicht, ob das eine LE war. Auf jeden Fall fand ich das ganz gut. Es roch ganz gut. Wie soll ich das sagen? Die Konsistenz war gut. Also da kam echt schöner Schaum raus. Ich finde die von Isana auch ganz toll. Ich habe mir jetzt auch, ich habe jetzt gerade auch einen von Isana. Ich hatte damals zwei nämlich gekauft. Ich weiß gar nicht so genau, wie die von Balea sind. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Aber die hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die sind echt toll. Und auch echt günstig dafür, dass sie... Also bei mir halten sie ewig. Weil ich dann auch ganz oft mich rasiere, ohne Rasierschaum zu benutzen. Fail. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. So, was ich auch ganz, ganz lange benutzt habe. Und es ist tatsächlich auch noch nicht alle... Oh, hier sind Haare dran. Es ist tatsächlich da noch was drin. Könnt ihr das sehen? Ja. Aber ich krieg's halt einfach irgendwie nicht mehr raus, weil das hier oben schon so verklebt ist irgendwie. Und ach, irgendwann ist halt auch mal gut. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt so lange benutzen sollte. Steht hier irgendwas? Weiß ich nicht. Ach ja, 12 Monate. Also eigentlich sollte ich das schon längst nicht mehr benutzen. Das ist ein Produkt auch von Isana. Hier ist das Haar. Haaröl, Intensiv 2 in 1 mit Jojobaöl und Mandelblütenduft. Ein sehr, sehr geiles Produkt. Ich glaube, das gibt es so nicht mehr. Ich habe es zumindest so nicht mehr gesehen. Finde ich richtig gut. Würde ich mir auch durchaus nochmal nachkaufen. Ich will allerdings auch mal was anderes ausprobieren. Aber das hat so gut gerochen. Ich habe es mir einfach in die Haare gemacht. Einfach nur wegen des Dufts. Weil ich das einfach einen richtig schönen Duft finde. Verpackungsopfer natürlich auch, aber hauptsächlich Duft. Ob das jetzt was gebracht hat? Ja, also es fühlte sich gut in den Haaren an, aber... Weiß nicht. Ist jetzt mit einer ganz normalen Spülung fühlen sich die Haare irgendwie genauso an, denke ich. Da fliegt gerade ein Helikopter und es sieht einfach aus, als wenn da Menschen raushingen. Okay. Naja. Was habe ich noch ausprobiert? Hier kommen mal ein paar Lebensmittel von Kinder. Ich kann es nicht so ordentlich zumachen. Kinder Delice oder Delize, ich glaube Delice heißt es, so ein Kuchensnack, fand ich ganz lecker. Also so sah das aus, es war echt eigentlich ganz geil. Ich habe das in den Kühlschrank gepackt und da waren 4 Stück drin und man konnte das so snacken.
War so ein bisschen eine Mischung aus Kinderpingui und Yes-Törtchen, finde ich. Also mehr Yes-Törtchen. Also ganz lecker eigentlich. Was auch ganz lecker ist, was viele ja wahrscheinlich schon kennen, das gibt es ja auch schon ewig, das wollte ich einfach nur nochmal in die Kamera halten, von Nesquik, dieser Kakaosnack. Oh, so lecker. Die Verpackung finde ich ein bisschen problematisch, weil jedes Mal, wenn ich das aufmachen wollte, egal wie ich es versucht habe aufzumachen, ist immer erstmal so ein Stück abgerissen und dann war das eine Fummelarbeit und da war halt schon so klebrige Schokolade, also das ist nicht so geil, aber an sich ist es sehr lecker. Und da sind halt auch 8 Stück drin in diesem Behälter. So, dann haben wir aufgebraucht von Dontodent einmal Zahnseide-Sticks. Das sind diese Teile, die so eine komische Form haben. Naja, das haben wir auf jeden Fall aufgebraucht. Dann haben wir eine Tücherbox leer gemacht. Da hatte ich hier eine von Softstar von Müller. Auch ganz hübsch eigentlich, die Verpackung. Genau, die habe ich aufgebraucht. Dann... Wir haben immer noch sehr viel in der Box. Von Softlan einmal Kirschblütenweichspüler. Fand ich auch ganz gut. War ganz, ganz lecker sozusagen. Aber ich habe jetzt im Moment einen von Vanel, den finde ich noch geiler. Jo. Aber war in Ordnung. Mein Liebling von Softlan ist ja dieser Lila. Ne? Ich weiß aber nicht genau, wie der heißt. Ist der Traumfrisch oder sowas? Kann das sein? Irgend so ein Lila, ne? Aber der war auch gut. Dann hatte ich aufgebraucht von Be Make-up Original einmal Wattepads. Die waren gut. Die von Be Make-up sind immer gut. Ich habe mir jetzt Breite nachgekauft. Diese, ja, die Breiten halt. Aber in günstig, nicht von Be Make-up. Und die finde ich noch ein bisschen geiler, weil man die einfach geiler festhalten kann. Und wenn ich meine Gesichtsreinigung mache, dann mache ich das immer mit so einem wiederverwendbaren, mit so einem anderen Pad. Aber morgens, wenn ich dann nochmal über mein Gesicht eben einmal rübergehe oder wenn ich wirklich dolles Make-up habe oder sowas, dann mache ich das halt mit so einem Pad. Deo haben wir. Nur 2 Buddeln? Mensch. Von Nivea, das Dry Impact Deo von dem Mann. 2-mal aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auch Deo dabei habe. Mein Deo, ich habe so mehrere gerade im Gebrauch und die sind alle noch nicht ganz leer. Aber wo ich richtig glücklich bin, dass das alle ist, ist einfach diese Bodylotion. Das ist von Isana, also schöne Verpackung, ne? Die Cozy Moments Bodylotion mit pudrig fliegendem Duft. Hat auch ganz gut gerochen, aber ist nicht so geil eingezogen. Und ich bin ja leider jemand, der nicht so regelmäßig Bodylotion benutzt, wie er es sollte. Und es hat Ewigkeiten gedauert, Leute. Es hat einfach Ewigkeiten gedauert, bis ich diese Buddel hier leer gekriegt habe. Obwohl ich echt viel Körper habe. Aber ja. Ich versuche jetzt meine letzten 1-2 Backups, die ich noch habe, mal schnell irgendwie bis zum Ende des Jahres leer zu kriegen. Es hört sich irgendwie an, als wenn das für mich ein Problem wäre. Und tatsächlich, ja, es ist ein Problem, weil ich mich echt ungern eincreme. Ich habe aber schon so einen kleinen Favoriten für mich entdeckt, wo ich gerne bei bleiben möchte oder bei welcher Produktreihe ich gern bleiben möchte und ein bisschen mehr testen möchte, deswegen muss ich alles andere erstmal aufbrauchen. Ich kaufe da auch nichts Neues nach, bis ich das tatsächlich aufgebraucht habe. Also ich bin da wirklich auch ein bisschen vernünftiger geworden. Auch meine ganzen Proben und diesen ganzen Kram, das ich habe. Ich werde das erst alles aufbrauchen und erst wenn ich nichts mehr von so einer Sorte habe, zum Beispiel kein Deo mehr habe oder keine Bodylotion oder irgendwas als Vorrat, erst dann kaufe ich was Neues. Und dann auch was, wo ich davon ausgehe, dass es vernünftig ist. Ich bin ein bisschen erwachsener geworden. So, überrascht war ich von dieser Seife tatsächlich, von Cien, ich kann es immer nicht aussprechen. Also diese Marke, die von Lidl ist, Cremeseife Mandelblüte, die hat richtig gut gerochen. Und die ist ja nun mal auch sehr günstig und also ja, die fand ich richtig, richtig gut. So. Meine Kamera sagt, Akku ist alle. Ich bin total begeistert. Ich werde einen kleinen Akkutausch vornehmen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Da sind wir wieder. Ja, es geht weiter mit Schaumfestiger. Von Taft einmal der Volumenschaumfestiger in Grün. Mega stark, also höchste Stufe, die es wahrscheinlich gibt. Fand ich super, hat gut gerochen, hat gut funktioniert. Ich habe allerdings da noch was drin.
wie ihr ja vielleicht hört, weil ich es einfach nicht mehr rausbekommen habe, weil am Ende nur noch so flüssiger Matsch rausgekommen ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil man so ein Produkt natürlich auch bis zum Ende benutzen möchte. Aber ansonsten kann ich das von Tafte hier einfach empfehlen. Das ist ganz gut. Ich glaube, fand ich sogar besser als den Schaumfestiger von Syos. Den hatte ich vorher mal und den fand ich nicht so gut. Ich versuche meine Atemlosigkeit, sagt man das so? Eine Kurzatmigkeit, das versuche ich ein bisschen zu verbergen, aber es klappt nicht so gut. Puh. Ich glaube, das ist vom Aldi oder von Netto. Ich weiß es nicht. Biokura. Wattestäbchen von Aldi oder Netto oder so. Keine Ahnung. Hübsche Verpackung, aber ja, waren halt Wattestäbchen. Dann haben wir hier von Garnier Fructis einmal das Goji Farbpower für koloriertes Haar. Fand ich sehr gut. Glaube ich. Ja, fand ich sehr gut. Ich habe dazu auch die Spülung. Die habe ich tatsächlich momentan noch in Benutzung, weil ich ja auch, was Spülung angeht, immer so ein bisschen so bin, dass ich die nicht jedes Mal benutze. Deswegen hänge ich da ein bisschen hinterher, aber die ist auch bald leer. Aber das, ja, kann ich euch schon mal empfehlen. Das fand ich echt ganz nett. Ich glaube, ich werde es mir nicht nochmal nachkaufen. Einfach, ihr kennt das Thema bei mir. Auf dem Markt gibt es so viele Produkte, man kann auch was anderes ausprobieren. Und es war jetzt noch nicht das Nonplusultra, von daher... ja, geht's einfach weiter. Ach, ich habe hier noch ein Deo gefunden. Wow. Also dreimal Deo aufgebraucht. Und ein Duschgel von Nivea Man, das Sensitive Duschgel. Das hatte man auch aufgebraucht. Das mag er ja auch sehr gern. Dann haben wir hier eine Packung. Mal die Luft rauslassen. Feuchte Allzwecktücher von Denk mit Wassermelone. Ihr wisst, ich mög den Duft. Ich mag den Duft sehr gerne. Ich habe davon, ich glaube jetzt noch eine Packung oder zwei. Ich glaube eine. Und dann ist gut. Weil dann ist auch der Sommer bald wirklich auch in meinem Herzen vorbei. Und dann ja, geht es an normale, neutrale Düfte. Aber das hier fand ich sehr gut. Mochte ich sehr gerne riechen. Wenn das nächstes Jahr vielleicht nochmal wieder rauskommt in der Duftrichtung, werde ich mir auf jeden Fall da auch noch was von zulegen. Weil das echt nicht doll, finde ich, nach Wassermelone riecht. Sondern einfach so frisch halt einfach. Ja, ja, ja. Was haben wir noch aufgebraucht? Oral-B Cross-Action. Einmal diese Bürstenköpfe. Heißt das so? Bürstenköpfe? Das glaube ich auch. Für die elektrische Zahnbürste. Ich habe ja so eine einfache. Ich bin so ein riesiger Fan von elektrischer Zahnbürste. Aber der Mann und auch die Kinder haben eine Oral-B Zahnbürste. Und dafür nehmen wir immer die. Dann habe ich noch einmal Futti. Oh ja, die waren lecker. Von Katjes. Relativ neu, glaube ich. Katjes Family. Die Drakritze. Also so eine Mischung aus Drachen und Kritze. Also Lakritze. Das ist so wie von Haribo die Vampire. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Hat sehr lecker geschmeckt. Ja, dann habe ich festgestellt, also... Das habe ich vor einer Weile schon gegessen und dann wurde mir irgendwann gesagt, dass ich kein Lakritz essen darf. Cool. Deswegen habe ich die nicht nachgekauft, aber irgendwann werde ich sie nachkaufen und dann werden sie lecker schmecken. Das habe ich noch aufgebraucht. Von Isana, ein Duschgel, was auch eine ganz coole Verpackung hat. Ach, bezaubernd. Cremedusche Flower Jungle, blumiger Duft nach pinker Mimose. Ich weiß gar nicht mehr, wie das riecht. Ach ja. Ja, das roch ganz gut. War ganz fruchtig, war ganz nett. Aber definitiv Sommerduschgel. Ich finde, man ist jetzt schon zeitlich irgendwie bei den cremigen Sachen angekommen. Wobei ich gestehen muss, dass mein aktuelles Duschgel auch ein definitives Sommerduschgel ist. Aber da mag ich den Duft halt einfach zu gern. Aber ich glaube, dass ich danach schon langsam auf so cremige, gemütliche Sachen irgendwie umsteige. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, von Dove gibt es einige Sachen, die ja so ein bisschen neutraler sind, eher cremig, eher pflegend und so. Ich glaube, im Winter ist das besser für die Haut als diese ganzen blumigen, duftenden Sachen. Dann habe ich aufgebraucht von Finish Quantum. Einmal hier so eine Packung mit Tabs. 25 Stück waren da drin. Was soll ich sagen? Die habe ich aufgebraucht. War ganz nett. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habe ich hier ein paar Duftproben aufgebraucht.
5 an der Zahl, weil ich gedacht habe, die müssen ja auch mal leer werden. Da kann man ja auch mal ein bisschen ran an Speck. Einmal aufgebraucht, also ich zoome euch das jetzt nicht ran, ich erzähle euch das nur. Von CK1. Oh, lecker. Das ist ein geiler Duft. Das ist einfach so ein Unisex-Duft, den Männlein und Weiblein tragen können. Wenn ich den an der Frau rieche, denke ich, oh, geiler Duft. Wenn ich den an mir rieche, denke ich, Und wenn ich den an meinem Mann rieche, denke ich, Also, ja. Dieser Duft löst verschiedene Gefühle bei mir aus. Dieser Duft löst nur ein Gefühl bei mir aus, und zwar hammergeil. Spice Bomb von Viktor und Rolf. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Ich hatte hier noch eine Probe. Aber ich habe auch das Parfüm tatsächlich. Es ist ein Männerparfüm, glaube ich, dass es offiziell ein Männerparfüm ist, aber es ist mir völlig egal, weil ich persönlich den Duft so geil finde und den gerne riechen mag. Und ich möchte auch nicht, dass mein Mann das trägt und dann weggeht aus dem Haus und andere Menschen riechen, wie er riecht, sondern ich möchte, dass es an mir ist und dass ich den ganzen Tag diesen Duft riechen kann. Ja, deswegen habe ich es mir gekauft. Oder schenken lassen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es mir schenken lassen. Dann habe ich von Dior einmal Miss Dior. Der war auch ganz nett. War jetzt aber nicht, dass ich sage, oh juhu, muss ich mir irgendwie kaufen. Alien, ihr kennt es alle, ist immer wieder gut. Also, brauchen wir auch nicht drüber reden. Habe ich auch als Parfüm da. Und Armani Code. Ich glaube, einfach nur Armani Code. Aber das war schon ein bisschen gekippt, also das roch dann nicht mehr so gut. Da habe ich dann auch nur einmal benutzt und habe ich gedacht, okay, jetzt ist vorbei, jetzt hat es irgendwie ein Ende. Deswegen, bevor die anderen Düfte, weil ich habe echt tatsächlich noch ein paar Duftproben, bevor die auch kippen, muss ich die schnell aufbrauchen. Werdet ihr also wahrscheinlich im nächsten Aufgebraucht wiedersehen. Was ihr nicht mehr sehen werdet vermutlich dieses Jahr, ist sowas. Das ist von Sundance, von der DM Eigenmarke. Sonnenmilch in Stufe 50. Ja, da war eine kleine Buddel. Wir haben sonst Nivea Sonnenmilch. Also das ist was ich auch wirklich, wo ich wirklich darauf eigentlich bestehe, dass wir das von Nivea nehmen, auch wenn es schweineteuer ist. Aber die riecht halt super gut und ich persönlich mag so einen Sonnenmilchgeruch nicht. Denn von Nivea mag ich. Und wenn ich mich dann mal eincreme, was ich verhältnismäßig selten tue, weil mein Körper eigentlich echt mild, also ja, wie soll ich das sagen, nicht so empfindlich ist. Ich kriege nicht so leicht einen Sonnenbrand oder so. Ich würde eher einen Sonnenstich kriegen. Von daher creme ich mich relativ selten ein. Ich weiß. Bla bla bla. Sonneneinstrahlung, dies, das. Ja, ich esse auch gerne dunkles Fleisch. Also ein bisschen verbranntes Fleisch. Sorry. Und das jetzt unabhängig von dem Schwangerschaftsthema oder nicht. Naja, auf jeden Fall, um jetzt mal wieder jeglichem Hate hoffentlich entgegengewirkt zu haben. Wenn ich Sonnenmilch benutze, dann nur die von Nivea, weil ich die einfach toll im Geruch finde und die wirkt halt auch gut. Und da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Buddeln da, von daher ist da nichts anderes diesen Sommer leer geworden. Also falls ihr denkt, dass ich die Kinder nicht eincreme, ich bin keine Rabenmutter. Die Kinder sind selbstverständlich eingecremt, wenn sie draußen sind. Nicht so geisteskrank, wie mein Mann das machen würde. Der ist ein bisschen verrückt, was das angeht. Aber sie sind eingecremt. So, also trotzdem haben wir es nicht aufgebraucht. Wow. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mittlerweile bei fast jedem Thema rechtfertige, weil halt Nachrichten reinkommen, wo ich denke, aha, okay, und das soll mir jetzt was sagen? Ja, und ich fühle mich immer so angegriffen gleich, was ich gar nicht sein muss. Aber ich denke, jeder, der irgendwie schon mal was in der Öffentlichkeit gepostet, gesagt, getan, gemacht hat, weiß, was ich meine. Es kommen halt nicht immer nur Yay-Meinungen zurück, sondern halt auch mal andere, was völlig in Ordnung ist. Jeder darf ja seine Meinung haben. Ich rede zu viel Blödsinn. Ich stelle euch das drittletzte Produkt vor. Das ist dieses hier von Herbal Essences. Marokkanisches Arganöl Repair Shampoo. Verpackung wunderhübsch. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es auch geil gerochen. Oh, gerade wenn ich das rieche, muss ich irgendwie an Urlaub denken. Ich glaube, ich gönne mir das nochmal. Oh, das riecht ja einfach nur geil. Also es war auch gut für die Haare, hatte ich das Gefühl. Es roch auch geil auf den Haaren. Und auch so, also das ist ja dieses blaue, wie gesagt, marokkanisches Arganöl. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich würde fast behaupten, von diesen Produkten ist das zusammen mit diesem hier von Isana mein Lieblingsprodukt gewesen.
Das hier wäre dann auf Platz 3, schätze ich. Das ist von Lenoir. Das Wäscheparfüm April Frisch. Es gibt da mehrere Sorten von. Ich habe mich noch nicht getraut, ein anderes zu benutzen, weil ich das halt einfach recht gut finde. Das kaufe ich allerdings nur, wenn das wirklich im Angebot ist. Also wenn ich von Rossmann oder so Coupons habe, wo dann nochmal ordentlich was abgeht, weil ich das sonst einfach zu viel finde. Weil ich habe Spülmittel, also hier Waschmittel, entweder Pulver oder halt Pots, und ich habe Weichspüler. Und eigentlich ist das sehr überflüssig dann noch. Und ich glaube, wenn ich das reinmache, mache ich auch keinen Weichspüler rein. Weil die Gerüche irgendwie sonst auch. Also, naja. Das ist ganz toll, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich zu teuer. Ich komme mal zum letzten Produkt. Auch von Lenoir. Und zwar dieses hier. Das ist das Vollwaschmittel von Lenoir. Auch aprilfrisch. Ich hatte das mal bei der lieben Charlene gesehen. Und wollte das unbedingt haben und habe es nirgendwo bekommen. Und dann habe ich es irgendwann mal gesehen und habe es dann sofort gekauft. Ich muss aber sagen, dass ich die Packung total ätzend fand. Ich habe hier angefasst und dann ist hier irgendwie immer was so... Ach, weiß ich auch nicht. Man ging das nicht so richtig zu. Jetzt geht's, weil ich da die ganze Zeit drauf rumgedrückt habe. Aber das war mir irgendwie alles ein bisschen unpraktisch. Ich mag dann meine kleinen Säckchen vom DM irgendwie lieber. Ich weiß nicht. Das war jetzt auch nicht, dass mich das super glücklich gemacht hat. Ich habe gedacht, wer weiß was, weil das Produkt ist halt so gut und Lenoir Weichspüler finde ich auch super. Aber dieses Vollwaschmittel, ob ich das jetzt so hatte und nicht. Also, das hat mich jetzt nicht glücklich gemacht. Von daher gibt es da von mir irgendwie keine Empfehlung. War nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, jo, das muss ich nochmal haben. Da kaufe ich lieber das für, keine Ahnung, 2 Euro vom DM. Ne? Freunde, das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, ich hoffe, ihr habt alle gut durchgehalten. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann dürft ihr gerne mal irgendwie so ein... Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ihr das mit euren PCs alle könnt. Wenn ihr mit dem Handy mein Video geguckt habt, dann packt doch mal so eine Waschmaschine oder so einen Wäschekorb oder sowas als Smiley unten in die Kommentare. Und ansonsten schreibt einfach das Wort Waschmittel in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wer bis hierhin geguckt hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Aufgebraucht. Bis dann!